Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo. Heute, also das heißt beim Infovideo diesmal nur mit mir. Einfach weil ich mit Julian das so abgesprochen habe. Ja, Infovideo, was werde ich sagen? Ich werde euch ein wenig erklären, was so ungefähr demnächst rauskommt, wie es momentan überhaupt aussieht, denn wir haben noch nie ein Infovideo gemacht, also das erste Infovideo, voll geil. Ist auch gleichzeitig das 30-Abo-Special. Einfach danke an die 30 Abonnenten, von uns. Wirklich richtig geil, dass ihr an uns glaubt. Ja, sind halt erstmal nicht so viele, aber auf jeden Fall mal ein riesen Danke an euch. Ihr seid die ersten 30, könnt euch glücklich schätzen. Also auf jeden Fall von Julian und mir nochmal ein drittes, glaube ich, riesen Danke einfach nur. So, dann fange ich gleich mal an, wa? Aufnahmeplan oder Uploadplan nennt man das, glaube ich, heutzutage im Fachbegriff, ne? Täglich kommt Season raus, bis sie halt fertig ist, und ich weiß nicht, also das könnte noch ein paar Folgen dauern. Aktuell, jetzt sind wir schon im dreistelligen Bereich bei den Folgen, also ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Das ist mit dreistellig meine ich über 100, ne? Das heißt, es wird noch mega geil werden, es gibt noch genügend Shit, der gebaut wird. Ich werde jetzt nicht irgendwie verraten, bei welcher Folge wir jetzt schon sind, die ich hochgeladen habe. Weil halt, das bringt euch eh nichts. Ja, dann Adventure Map. Vielleicht haben es einige gemerkt, aber Adventure Map hat sich bei uns leider nicht mehr so gut durchsetzen können, weil wir einfach keine große Lust mehr drauf hatten. Die Lust, Adventure Map zu machen, habe ich trotzdem noch. Ich denke mal, ein paar andere haben die immer noch. Nur, ich weiß nicht, also irgendwie ist da uns die Luft rausgegangen, nachdem auch noch dann alte Adventure Map Folgen vom Kalender uns draufgegangen sind. Was mega schade ist, denn die waren mega lustig. Wir hätten auch richtig geile Ausraster. Vielleicht fängt es ja irgendwann mal wieder an. Wir wissen es jetzt noch nicht und wir sind halt auch nicht gut in der Adventure Map. Und naja, halb so wild. Ich meine, es gibt ja andere Spiele noch. Falls ihr doch wollt, dass wir wieder in Adventure Map anfangen, Comments reinschreiben, sofort da, zack. Und dann, wenn schon zwei Leute oder drei Leute reinschreiben, dann denke ich mal, werden wir sofort wieder anfangen, da irgendwas zu machen. Also ich schubse dann die kleine Dreigruppe da auf jeden Fall da in die Richtung. Ja, Leute, ich will jetzt Adventure Map machen. Auf geht's. Ja. Dann. Was kommt noch täglich raus? Von Julian wird immer ein Singleplayer-Spiel demnächst rauskommen. Also das müssen wir natürlich alles noch voraufnehmen. Weil das eben, wir wollen eben täglich eine Folge rausbringen. 15 Minuten oder 20 Minuten, das wissen wir nicht genau. Es wird nach einem Feedback, das ich gekriegt habe, vielleicht auf 20 auslaufen, also eben längere Folgen. Aber wir sind uns nicht sicher, wir werden vielleicht auch nur 15 lassen. Keine Ahnung, weil es halt eben täglich rauskommt und es für uns einfach sonst ein riesiger Aufwand wäre. Und von mir eben auch in Singleliste, von Julian und mir, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das gerade eben gesagt, ist vielleicht ein wenig unnötig, weil ich jetzt mich wiederhole. Weil ich mich jetzt wiederhole. Meine Fresse, ey, Deutsch und so, ne? Ja, also, wie gesagt, drei Videos am Tag sollten rauskommen. Was extra noch ab und zu rauskommen wird, wird eben das, was ihr gerade da seht, als Titelbildschirm, eben Warframe ab und zu mal. Never werde ich, spiele ich momentan alleine, weil ich noch keinen gescheiten Mitspieler gefunden habe, beziehungsweise das noch niemand irgendwie geholt hat. Naja, ist trotzdem auf jeden Fall lustig. TTT kommt, glaube ich, einmal wöchentlich, werde ich vielleicht hoffentlich eine TTT-Folge rausbringen, da wir die nicht so oft spielen können insgesamt mit der Netzwerkgruppe und naja, schade auf jeden Fall. Vielleicht, ich überlege auch, ob ich dann die TTT-Folgen so mache, da ich halt dann irgendwie nur so 20-Minuten-Folgen TTT mache und dann halt vielleicht in der Woche dreimal oder so dann TTT rausbringen kann. Weiß ich alles noch nicht. Ist alles noch offen. Wäre aber auf jeden Fall eine coole Sache, wenn es klappen würde. Was jetzt von Julian als nächstes rauskommt und von mir, das werde ich euch jetzt schon verraten, damit ihr vielleicht ein klein wenig Vorfreude habt. Also, ja, natürlich noch einen Haufen Spiele hier, also die wir durchzocken können. Nicht zuletzt, dass ich mir jetzt noch gesagt habe, ich hole mir jetzt einmal die Bioshock 3 Sachen, also Bioshock Sachen, einmal mal alle drei die Trilogie geholt. Ja, Dead Space haben wir auch schon alles. Also wir haben halt einfach noch genügend Spiele zu zocken auf jeden Fall. Deswegen werden wir leider die neueren Spiele, die rauskommen, nicht so wirklich anzocken noch dazu, weil wir halt einfach da jetzt direkt noch nicht
bereit sind, da so viel Geld reinzupumpen. Uns fehlt halt immer noch die Ausrüstung. Wir haben immer noch keine neuen Mikros, was mega ärgerlich ist. Noch dazu haben wir kein gescheites Renderprogramm. Also, das heißt, wir haben ein gescheites Renderprogramm, aber würden gerne ein gescheiteres haben, ein professionelleres. Ja, ich weiß nicht, was ihr benutzt oder so, aber wir wollen auf jeden Fall auf Magix umsteigen, weil Magix halt gute, was ziemlich Gutes ist. Auch zum Editieren. Ja, aber ja, vielleicht habt ihr es gesehen, also auf unserem Kanal wird weniger editiert als auf anderen von unserer Gruppe. Also, ja, ich denke mal, Julian und ich sind da halt einfach weniger daran interessiert, an das ganze Video zu modifizieren, zu schneiden, alles irgendwie speziell nur auf bestimmte Momente zu lenken. Wir wollen halt einfach das Spiel zeigen und halt einfach uns dann eben präsentieren mit dem Spiel und denk mal, das. Vielleicht wird es ab und zu mal so Sachen geben, wo wir sagen, ja komm, das können wir so zusammenschnibbeln, wie wir wollen. Aber ganz grob wollen wir einfach nur das Spiel hier mit uns einfach präsentieren. Uns halt einfach. Ja, YouTube Broadcast Yourself halt. Ah ja, oh, ich esse gerade Skittles, mega geil. Skittles gehen ab. Ja, ich denke mal, das wäre es ungefähr vom Upload-Plan. Also, wie gesagt, Season täglich, bis sie ausläuft. Was als nächstes kommt, werde ich nicht verraten. Denn das ist nicht sicher. Und halt eben Upload-Plan ganz normal. Wir haben keinen so einen Plan, dass am Wochenende weniger rauskommt oder unter der Woche weniger. Oder mehr, irgendwie sowas. Also da haben wir uns gesagt, Julian und ich, da haben wir keinen Bock drauf, irgendwie irgendwas Festes zu machen mit den Wochentagen. Wir haben mal gesagt, wir hauen die Scheiße raus, bis es rausquillt. Ja. Ungefähr so. Ja. Für die Infovideos übrigens werden wir, keine Ahnung, ich denke mal, einmal alle zwei Wochen oder sowas ab jetzt anfangen, Infovideos rauszubringen, die hoffentlich Sonntag pünktlich rauskommen. Falls sich irgendwas ändert, dann bringe ich noch ein extra Infovideo raus, ein kleines Teil oder im nächsten Infovideo. Oder ihr werdet das auf dem Kanal dann eh merken. Und ja, dann hoffe ich mal noch ganz als letztes, dass ihr schön ab ein, zwei Freunden von euch verrat, ja cool, guck mal Tim Brainless, die Leute, die sind chillig drauf, kannst du mal vorbeigucken, falls es dir gefällt. Wäre richtig nice, weil wir sind halt wie gesagt in der Anfangsphase und in der Anfangsphase braucht man eben einen Arsch voll Hilfe auf YouTube, weil es gibt Millionen Kanäle. Weiß, glaube ich, jeder auf YouTube, der neu ist. Ne? Und bei so vielen Kanälen ist halt klar, dass eben kleinere Kanäle wenig Chancen haben, wenn sie nicht erstens entweder gehypt werden oder einen guten Anschluss finden oder einfach ein wenig eben Unterstützung haben. Naja, würde vielleicht auch, ach ja genau, was auch noch kommen wird, ist ich werde mit Peppy oder Tiberius, irgendeinem von unserer Gruppe, werde ich Battles machen. Und diese Battles werden dann, ich weiß nicht, das braucht immer noch eine kleine Weile, bis es überhaupt dann irgendwann mal zustande kommt, weil wir halt echt momentan voll viel um die Ohren haben. Nicht auch noch ich wegen Studium so viel. Dann werden wir es eben so machen. Der Gewinner, obwohl, ich glaube, ich verrate lieber nichts hier. Ihr werdet es einfach auf dem Kanal dann sehen, wenn es rauskommt. Es gibt auf jeden Fall dann für jedes Battle eben eine Bestrafung, die sich in einer Stunde eines bestimmten Let's Plays manifestieren wird. Ja, was noch rauskommen wird demnächst ist, da war noch was Kleines. Nichts sehr Großes. Genau, wir werden, also Julian oder ich, mehr ich glaube ich, werden mit irgendwelchen anderen YouTubern, von denen wir einfach denken, ja, können wir mal machen, ein oder zwei Folgen, irgendwas aufnehmen. Ich weiß nicht mal welches Spiel, also da gucken wir sogar noch. Wird dann natürlich auch speziell betitelt. Also ja, jetzt nichts irgendwie Weltbewegendes, aber könnte interessant sein, wenn ihr Interesse habt, mit uns irgendein Spiel zu spielen, hey, in die Comments, ne? ich lese fast täglich immer im Posteingang die Kommentare durch, die gepostet werden, die wenigen Kommentare, alle Neuheiten, Aktualitäten,
so ein Zeug, die bei uns auf dem Kanal abgehen, gucke ich mir so ziemlich jeden zweiten Tag an, spätestens. Und wenn ihr da einfach in die Kommentare schreibt, dann sehe ich das auf jeden Fall. Da keine Angst, solange es nicht 2000 Leute sind, die täglich irgendwas posten, kann ich das noch alles wahrnehmen. Aber ich glaube nicht, dass bei 30 Abonnenten, also 2000 Leute einfach da, weil 2000 Posts auf einmal da reinkommen. Naja, gut. Dann würde ich sagen, das war's fürs erste Infovideo. Danke, dass ihr zugesehen habt. Freut mich auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, das ist Warframe im Hintergrund.